Schönen guten Morgen. Jo, wohin geht's heute? Zur Tesla Weihnachtsfeier. Ja, guten Morgen und Weihnachtsfeier. Passt hier trotzdem mit einem Satz zusammen, denn Tesla macht die Berliner Weihnachtsfeier um 9 Uhr früh. Wir sind eine Stunde zu spät. Oh, schau mal, die Kamera will mit dir reden. Dann musst du jetzt bist du da. Ja, wir sind eine Stunde zu spät und... Warum das denn? Weil hast du zu lange einen Bart gebraucht? Nein. weil es sehr früh ist. Und Samstag? Ja. Ja, okay. Mal schauen, was hier so uns erwartet auf der Weihnachtsfeier. Okay, das ist ja hier schon Full House. Wir sind wie gesagt zu spät. Offensichtlich. Fuck, wo parken wir? Die hören uns ja auch nicht, ne? Die ganzen anderen Tesla-Fahrer hören. Wir steigen uns mal an. Mal sehen, wann sie es merken. Das ist ein kleiner Test. Mal sehen, wann sie uns hören. Die eine hat schon. Die nur eine. Einer von allen. Mal schauen. Kleiner Test. Oh, jetzt haben sie uns gehört. Sorry, Leute. Okay, jetzt fahren wir auch durch. Danke. Oh, kleine Spalier. Danke, danke. Hallihallo. Das war auf jeden Fall lustig. Oh Gott, das war ein bisschen peinlich, aber irgendwie war es auch gut. Schon. Wir sind entspannt hier rein. Herrlich. Wir machen eine Rallye, was irgendwie, wir haben uns nicht gut vorbereitet. Hier, kannst du mal analysieren, wo wir gleich hinfahren müssen? Jetzt sollen wir noch schnell rein, während alle schon ausschwärmen. Schauen wir uns doch irgendwie schnell frühstücken, weil wir haben nicht gefrühstückt. Irgendwie eine Brezel oder irgendwie sowas wäre ganz nice. Das ist das Innenleben des Service Centers. Hier, schick, weihnachtlich heute. Da sind noch ein paar Häppchen. So sieht's aus, wenn alle Teslas irgendwie... Oh, was warten die? Hast du gelesen, was wir jetzt machen? Nein. Okay, wir fahren wirklich zum Grunewaldturm. Wir fahren zum Olympiastadion von hier. Also einmal kommt... Wir sind jetzt am Ostende von Berlin. Und das Olympiastadion ist am Westende von Berlin, ne? Ja. Okay, wir haben 140 Kilometer Reichweite. Das ist natürlich auch nicht so geil. Viel. Ich wusste halt nicht, dass wir eine Rallye machen. Hey! Coole Videos! Danke, danke! Ich wusste nicht, dass wir eine Rallye machen. Gut, dass wir noch hier 10 Minuten superchargen. Das wird uns am Ende vielleicht wirklich noch den Rückweg ermöglichen. Ansonsten muss das Auto im Olympiastadion stehen bleiben und wir fahren mit einem anderen Tesla zurück. Zum Glück haben wir genug Teslas hier. Ne? ein Model X. Ein Model X ist auch am Start. Nice. Und ein Tesla-Taxi. Ey, was nicht alles gibt hier. Cool. Wir sind jetzt hier wieder auf der Autobahn und versuchen die anderen einzuholen. Und wir linke Spur-Action. Genau. Und wir haben eben ja geladen und jetzt haben wir 250 Kilometer. Wieder. Hoffentlich reicht's, Wir sind da! Der irgendwas Turm? Was ist? Grunewaldturm. Grunewaldturm. Was kann der? Der gehört König Wilhelm I. Oha, der König. Okay, ich glaube, wir stellen uns mal hier vor. Ach komm, wir parken keinen Tesla zu. Wer zu spät kommt, muss jetzt bitte auf den längsten Weg gehen. Ne? So ist das halt. Links abbiegen auf die Havelchaussee. Da parkt noch einer. Okay, dann schauen wir uns auch mal an, was wir hier für ein Event haben. Eine Drohne soll es auch geben. Siehst du eine Drohne? Ich sehe keine. Diesmal fahren wir mit der Kolonne. Sehr gut. Wir sind wieder integriert, Jo. Ist nicht schön? Wir kommen wieder dazu. Wir sind wieder dabei. Das ist viel. So, und Achtung, Beschleunigung. Hast du gefangen? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen gefangen. Mit dem Fisch. Wieder Beschleunigung. Yes, diesmal, wow, was für eine Reaktion. Sehr gut, Jo. Achtung, nein. Meine Hände tun schon weh.
wir sind bei unserer nächsten Station angekommen, dem Olympiastadion. Und jetzt hier auf dem Parkplatz soll... kannst du erklären, Jo, ich habe es wirklich nicht gut verstanden. Wir bauen einen Weihnachtsbaum aus den Autos. Aus Teslas. So, und die Tesla-Frau hat das versucht zu erklären und alle haben mit ganz, ganz großen Augen sie verwirrt angeschaut. Ich bin wirklich gespannt, ob das klappt. Und dann soll die Drohne über uns überfliegen und praktisch von oben... Ist es ein Weihnachtsbaum? Wir sehen gleich, ob das klappen kann oder nicht. Schauen wir uns das Chaos mal an, das gerade veranstaltet wird. Oh, da fehlt einer. Da fehlt einer. Ja. Carsten, wie schaut's aus, Chef? Fantastisch. Wo ist das Auto hier? Da fehlt noch einer. Ja, fantastisch. Immer auf der Höhe von den Beifahrertüren muss der vordere Reifen, damit wir einen schönen Baum zusammenkriegen. Der Carsten hat's verstanden. Wo ist dein Auto? Da steht ganz vorne. Ein zweiter. Auf dem Kudamm da einmal rauf und runter fahren. Das ist so eine schöne große Shoppingstraße in Berlin und hier ist auch der Tesla Store. Deswegen haben die das wahrscheinlich ausgesucht. Auf jeden Fall, einige Tesla-Fahrer haben mich auf mein letztes Video angesprochen. Da war das Thema, dass Ladestationen oft blockiert sind von Verbrennern oder auch Elektroautos, die nicht laden. Und ich habe dann eben die Polizei gerufen und habe den praktisch umsetzen lassen müssen, damit ich ihn laden kann. Und super viele Leute von euch haben kommentiert und die meisten haben eben geschrieben, ja, super, so hätte ich es auch gemacht und klar, kann ich komplett nachvollziehen, du musst hier irgendwo laden. Und es war auch so die Meinung der Tesla-Fahrer hier, die haben auch gesagt, dass sie super stört, dass so oft, was macht der Bus denn hier? Dass so oft Ladestationen blockiert sind. Er hat doch eine Busspur. Okay, dass so oft Ladestationen blockiert sind und dementsprechend haben die auch gemeint, sie hätten da komplett mit mir mitgefühlt. Ein paar Leute haben natürlich auch kommentiert, dass sie es übertrieben finden, dass sie meinen, ich übertreibe, dass ich jetzt so einen Stress mache und Leute absteppen lasse. Gut, aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass so viele Kommentare waren. Ich habe wirklich jeden Kommentar gelesen. Und ein Tesla-Fahrer hat gemeint, und es war auch ein Kommentar, dass man eine gute Aktion wäre, einfach um das Bewusstsein für das Problem zu stärken, dass man sich mal mit ein paar Elektroautofahrern zusammentut und eine Tankstelle blockiert. Einfach alle Zapfsäulen mit Elektroautos zustellen. Einfach nur, und dann vielleicht ein Video drüber machen, einfach so. Ich meine, die Leute würden ja schockiert dazuschauen. Ich kann es mir nicht vorstellen, es wäre ein Aufschrei, es wäre verrückt, sich das vorzustellen. Einfach so ein bisschen sensibilisieren für dieses Problem. Vielleicht machen wir es tatsächlich mal so, nur für ein paar Minuten. Also jetzt nicht, dass wir jetzt uns alle absteppen lassen und ich will ja auch keinen Stress machen. Aber einfach so, um zu zeigen, hey, es ist einfach falsch. Es ist blöd, wenn man andere Leute vom Laden oder Tanken abhält. Und genau, es ist genau dasselbe. So, ich wurde von allen verlassen. Jo hatte noch einen Termin und es hat sich noch rausgestellt, dass es einfach zu optimistisch ist, mit 25 Teslas in der Kolonne durch Berlin zu fahren. Wir haben uns einfach im Verkehr irgendwann verloren. Aber halb so schlimm. Ich weiß ja, dass es jetzt wieder im Service Center weitergeht. Und wir waren jetzt ganz im Westen und jetzt muss ich hier ganz in Osten raus zum Service Center, zum Mittagessen eben. Und dazwischen wohne ich ja und deswegen bin ich schnell noch nach Hause, um hier ein Video hochzuladen für meinen anderen Kanal. Das hat brav gerendert, während wir jetzt hier die kleine Tour gemacht haben. Und jetzt während dem Mittagessen lädt das noch hoch. Also perfekt. Falls ihr es sehen wollt, verlinke ich euch gerne in der Beschreibungsbox. Da geht es um 5 coole Smartphone-Apps für Android und für iPhone. Kleines Update noch zu meiner Autoreparatur-Unfall-Fahrerflucht-Geschichte. Erst diese ganze Fahrerflucht-Sache nimmt gerade einen komischen Verlauf, weil der Chef vom Taxiunternehmen hatte sich ja bei mir gemeldet und zugegeben, dass einer seiner Fahrer war und auch gemeint, dass es der Polizei gemeldet hat. Und aber jetzt habe ich schon ein paar Mal mit der Polizei telefoniert und irgendwie ist das nicht offiziell bestätigt, was irgendwie ganz komisch ist. Also es ist immer noch momentan als Vollkaskoschaden verbucht. Aber auf jeden Fall hat die Werkstatt mich diese Woche informiert, dass sie die Ersatzteile angefordert haben und dass sie nächste Woche wahrscheinlich da sein sollen. Was dann eben bedeutet, dass das Auto in die Reparatur geht und das für 10 bis 15 Werktage, hieß es. Was natürlich bedeutet, erstmal Feier
Feiertage, Weihnachten, Feiertage, Neujahr. Also bis ich das Auto zurück habe, dauert es sicher 3-4 Wochen. Von daher ganz nett, dass heute noch mal so ein bisschen eine Fahraktion ist. Ich war nicht wirklich vorbereitet, sonst hätte ich natürlich zu Hause geladen. Aber immerhin kommen wir gut durch mit dem, was wir geladen haben. Wir hätten noch nicht 20 Minuten da laden müssen. 5-10 Minuten hätten auch, wir hätten gar nicht laden müssen eigentlich, glaube ich. Aber wollte natürlich auf Nummer sicher gehen, nicht, dass ich dann plötzlich irgendwo in Berlin stehen bleibe und alle anderen Tesla fahren mich auslachen. Tag. Guten Tag. Liebe Kundinnen und Kunden, es freut mich sehr, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Schaut es euch an, ich bin im P90D. Frank hat mich in sein Auto gelassen. Danke, Frank. Und zwar, wir haben über den Unfall geredet und Frank meinte, eine Dashcam wäre einfach die Lösung, ne? Für so Fahrfluchtgeschichten, den ganzen Spaß. Und du hast hier sowas. Kannst du uns zeigen, was wir reingebastelt hast. Das ist eine Black View. Okay. Die hat hier an der Seite, also musst du von der Seite kommen. Okay. Dann siehst du ja die. Hast du? Ja. Okay. Dann siehst du ja, dann hast du ja hier die ganzen Anschlussmöglichkeiten. Dahinter hast du eine SD-Karte. Du hast einen Anschluss, was für hinten ist, für die Hinterkamera und für die vordere Kamera. Das ist vorne und hinten Kamera. Genau, beides HD. Okay. Und bist du zufrieden mit der Qualität auch ja, in der Nacht? Ich zeig dir das mal. Okay, also es ist eine App und in der App wird alles synchronisiert oder wie? Hat es dann WLAN? Hat er WLAN an? WLAN an. Okay. Und dann macht er auch den Parkmodus. Er hat auch einen Empfindlichkeitssensor. Du kannst einstellen, wie lange, wie viel oder wie lange die Kamera noch laufen muss. Du hast diesen Empfindlichkeitssensor. Das heißt, wenn die Zeit, die Aufnahmezeit vorbei ist, aber trotzdem ein Stoß oder irgendwas ist, dann würde er aufnehmen. Okay, klug. Also wenn ihr mit dem Parken euer Auto erwischt, dann würde die Kamera von alleine anspringen. Richtig. Den fangen. Ja. Am Computer, wenn du die Karte SD rausnimmst, ist es noch besser. Dann siehst du unten eine Google-Karte sogar, wo du positioniert Ach, bist, geil. Mit alles drum und dran. Siehst du Geschwindigkeit? Also, ja, hast kann du, das ja, auch aber in der App. Nur wenn du es dann im PC hast. Nee, eigentlich kannst du es auch, aber ich habe es hier abgeschaltet, weil ich nicht immer... Ah. Ja, er hat halt Performance, ne? Genau. Ich sehe auf jeden Fall das Potenzial. Frage an euch, habt ihr eine Dashcam und habt ihr Erfahrung mit Dashcams? Gibt es irgendwelche Produktempfehlungen? Und würde eigentlich schon Sinn machen, sowas zu haben, ne? Also bist du da auf der sicheren Seite. Ob man es jetzt vor Gericht verwenden kann oder nicht und wie legal es ist, weiß ich jetzt auch nicht zu 1000%. Ich sag dir ganz ehrlich, da machst du ein Gedächtnisprotokoll, gibst du den Anwalt und er entscheidet, ob es abgibt oder nicht. Es gibt Prozesse, wo die gesagt haben, es ist zulässig und es gibt Prozesse, wo sie gesagt haben, war nicht zulässig. Aber du hast bessere Chancen, wenn du es nachweisen kannst. Ja, schon mal sicher, ich würde mich mehr auf der sicheren Seite fühlen. Vor allem jetzt nach dieser Fahrerfluchtgeschichte, wo es wirklich nur Glück war, dass wir noch die Hälfte von Kennzeichen wussten und uns dann über das Internet geklärt haben. Ich glaube, ich werde mich dazu wirklich erkundigen. Ja. Willst du noch alle neidisch machen? Was passiert am Montag für dich? Ich krieg mein Modell X. So, ich bin wieder nach Hause gerollt, bin heute, ja, würde sagen, einen leichten Fuß gefahren. Es ist noch genug Reichweite da, wobei ich sollte jetzt natürlich auch wieder nachladen hier zu Hause, was ich auch gleich machen werde. Am Ende habe ich mich noch mit dem Robin unterhalten. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, der Verkaufschef von Norddeutschland. Und der hat mir erzählt, dass jetzt alle Teslas förderfähig sind mit der 4000 Euro Elektroauto-Prämie. Und zwar am Anfang so, also ich war überrascht, am Anfang war es so, dass nur Autos bis 60.000 förderfähig waren. Und jetzt aber scheinbar kann man auch Teslas hier kaufen und bekommt seinen Bonus. Kommt natürlich für mich zu spät, ich habe ein halbes Jahr zu früh gekauft. Aber sei es drum, fand ich auf jeden Fall eine interessante Info. Okay, cool, das war's dann von diesem Video. Essen war wieder gut, genau wie beim Sommerfest auch. Beim Sommerfest gab es noch mehr zur Auswahl. Aber das Essen, was da war, war wirklich gut. Kann man nicht sagen. Okay, cool, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.